I will end this. Wederica kann mal versuchen, den da unten mit Flammenfesseln anzunerven. Ach du Scheiße, Kräftigung. No, no, no. I'm not prepared for that. Please don't. Thank goodness. Now then, to work. Den Eisenwall kann ich leider nicht einsetzen, Mist. I see through you. Is that all you got? Die Position von Erodor hier ist halt jetzt so schlimm eigentlich. Got something up my sleeve. Wieso trifft er? Der ist blind. Wieso trifft er? Der ist nicht blind. Das ist aber nett, dass er Erodor da hochrennen lässt. Ja, ne? Ich glaube, das ist recht eindeutig, dass ich das jetzt mache, ne? Wäre natürlich verlockend. Warte, wo ist Ehida gerade? Ah, der ist da unten. Ja, den können wir ja sogar auch treffen. Nee, das ist der blinde Bogenschütze. Das würde, glaube ich, nicht so viel bringen. Komm schon, Blitzschlag, killt er. Oh, der Blitzschlag killt natürlich nicht. Mist. Aber komm schon, Jerome. It's over. Nice, danke. Leave everything to me. Ossobauer wird hier, glaube ich, mal Backup für Erodor. Oh, dieser Kampf, der zieht sich ganz schön lang hin. Oh, das ist kacke, oder? Ja, das ist kacke. Der VM hat sich, der Vermieter hat sich den Garten angeschaut, wie weit das ist. Ne? Hat vorne ans Fenster geklopft. Okay. Merkwürdige Aktion von einem Vermieter, finde ich, aber okay. We can do this. Watch me work. I will follow you faithfully till the end. Let me show you what I've learned. Auf Federica wäre es natürlich gut gewesen, sehe ich gerade. Na egal. Was sieht eigentlich, wenn sie hier hingehen? Okay, da hat sie nicht die Reach, um da später dahin zu kommen. Hier unten steht halt aber effektiv fast keiner. Das heißt, ich kann sie ruhig hier hinbewegen, wenn sie dann den einen oder anderen Pfeil schluckt, aber dann ist das eben so. Oh, der heilt Silvio. Unschön. Shall we begin? Wer von den Leuten hier ist eigentlich low? Ja, keiner, ne? Kann ich sie theoretisch auch einfach hier hinsetzen, da wo es sicher ist. So, hier haben wir den heiligen Zelberer. Warte, hatte der Widerstand gegen Gift? Schutz vor Gift, Gebundenheit und Schutz vor Verführung und Tod. Okay.
Ne, beim doppelten Einsatz kann ich ja sowieso nur... okay. Na gut, dann macht sie wieder ihren doppelten Einsatz und zwei LP-Pastillen auf Erwador, wie wir es kennen. Hast für ihn keinen Cola da? Ja gut. Wird's verkraften. That's the stuff. I've been waiting for this. Oho. So, dann wäre der Magier da endlich mal weg. One more round. Er wird auch bleibt, glaube ich, tatsächlich da stehen. Da bleibt ein leichtes Déjà-vu, was da gerade mit Erwador passiert ist, aber nein. Here I come. Was du kannst, kann ich schon lange. Hinter den und ihm in den Rücken schießen, das kann ich auch. This battle is won. Leave everything to me. Hier ist kein Nahkämpfer außer ihm, oder? Das heißt, ich kann eigentlich jetzt so langsam mal in die Mangel nehmen. Ich meine, ich könnte einen heilen Kreis machen, aber der bringt halt nicht viel, ne? Eishauch auf den Kollegen, aber schon. Also bringt nicht so mega viel, aber... ist in Ordnung. Is this it for me? Strike while the iron's hot. Ich finde es übrigens super, dass die zwei Messerkämpfer da unten einfach nur rumlaufen. Gefühlt ohne zu wissen, wo sie eigentlich hinwollen und was sie... wo sie hin und was sie machen wollen, aber okay. So, Flammenwalze. For a better world. Kampf ist aber echt knapp. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ganz wirkt, aber der Kampf hier ist, ja, relativ knapp, würde ich sagen. Let me heal your wounds. Er hat niemand, also, ah doch, Jerome hat Wunden. Jerome? I shall not be defeated. I'll do my utmost. Sofort Medizin. Oh, das ist super stark, what the hell. Here you go. Thank you, friend. Come at me. Ho, 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 ho. Wer fällt da jetzt vom Dach? Warte, kann ich direkt einen Follow-up-Shot auf ihn machen? Ah, ne, kann ich nicht. Naja, wenn, hier gibt es ja immer noch einen Bogenschützen, der Meier-Bogenschützen dreisterweise den Rücken zugedreht hat. For my people. Leave everything to me. Ich werde die Leute hier jetzt einfach so positionieren, dass man keine Magie gegen sie einsetzen kann. Ich glaube, das ist Ding, obwohl ich mich so hier positioniere. Oh komm, was soll's. Es ist mir wert, um Erwador zu heilen. Time for some sorcery. So kann ich gleichzeitig das Item aufsammeln und ihm einen überbraten. Kann man gut machen. Währenddessen buffen wir mal wieder Frederica. I fight for peace.
Oh, und guck mal, wer dran ist. Wäre auch eine Schande, wenn der Gefesselte nochmal Flammen fesselt. Und irgendwo auch eine gewisse Ironie. Ja, war klar, dass der Silvio heilen wird. What took you so long? For the greater good. Was für ein Angriff auf Silvio mit ihrem Messer ausrichten? Okay, nicht viel. Dann macht sie das, was sie am besten kann. Gegenstände durch die Gegend werfen. Das wäre auch so eine interessant, so nach dem Motto. Ja, wozu wurdest du der Wolfer-Truppe zugeordnet? Ich kann Gegenstände durch die Gegend werfen. So, ist eigentlich komplett vom eigentlichen Kontext gelöst, aber... Großheilen. Oh. Das hört man doch gerne. Ja gut, dann muss ich Eridon nicht mehr zu Silvio bewegen. Und der Silvio, der ist echt nicht clever. Sollte euch zeigen, wieso. Deswegen. Auch ernsthaft? Just you wait. Never underestimate a Rosellan. This battle is ours. Ich hätte ihn so killen können, goddammit. Leave everything to me. Machen wir es halt so. Get out of the way. Well, congratulations are in order. Ich meine, es war jetzt nicht weit gefallen, aber wie viel? Oh boy, ich habe schlechte Nachrichten für dich, mein lieber Zauberer. Du stehst da gerade sehr blöd. Also wirklich sehr, sehr blöd. So, ich hab gehört, LP-Pass sind wir uns mal ausgeben da. Hier you go. Thank you, friend. Here you go. I owe you. So. Allow me. Es wird ja keine Verstärkung mehr kommen. Und wenn, dann kommt sie jetzt auch schon zu spät. Ja, er halt wieder Silvio. War so klar. I shall do what I can. Könnte ein Fehler sein, Gela dahin zu stellen, aber ich will dieses Item haben. Ich meine natürlich, ich habe den Gegner taktisch dahin gelockt, damit ich den gleich mit irgendwem flanken kann. So, der kriegt erstmal mit dem Kriegsschild einen ins Gesicht. Der Heiler, der mir die ganze Zeit schon das Leben schwer macht. Oh. Jerome versteht, was ich vorhab. Schade, dass das noch nicht reicht. Aber wisst ihr, was reichen wird, wenn ich mich hier hinstelle? Let me help. Come on, then. Rosse Bauer. Silvio wird sie, glaube ich, nicht gut in Erinnerung behalten. I'll show you what I can do. Boah. Weißt du, Narf? Da hinten ist ein schönes Item. Kann sich mal so langsam in die Richtung von dem bewegen. For the greater good. Hmm. They leave me no choice.
Vergiften wir den mal. Und gehen wir gegen Silvio ins Flanking. Das scheint mir sinnvoll. Genauso wie diese Flammenwalzer. Anscheinend ja nicht. Ansonsten würde er das ja nicht tun. Convictions alone do not make names for their houses. And did you not once surrender to Hyzant? Taten sie nie, aber egal. Our people are worth more than any legacy others might foist. With the powers in oh, das passt so gut, dass sie den Final Hit hat. Auf Silvio. Is not the day I die. Shall we begin? Das könnte theoretisch noch wen heilen, aber den vergifteten Typen da ein bisschen anzugreifen ist auch nicht schlecht. Was macht der überhaupt da hinten an der Ecke? Das ist eine Sache, die ich mich gerade wirklich frage. Was erhofft dieser eine Typ, sich davon da hinten an dieser Ecke zu stehen? Oh shit, ich muss mich beeilen, nicht, dass Jerome noch den einen Typen da besiegen will. Ich weiß, es klingt zwar vielleicht blöd, aber das soll er bitte noch nicht tun. Thank you. I hope you're watching, Grandfather. Wenn er mich noch da hinten dieses goldene Item da einsetzen, einsammeln. Guck einfach mal, wer am schnellsten da ist. Wahrscheinlich wird es Narf sein, aber ich denke mir, wenn da feindliche Einheiten sind, wird er halt natürlich auch auf die feindlichen Einheiten gehen. Och komm, ja, Sache mal noch Frederica an. Ich meine, wenn man die Ressourcen jetzt noch hat, über hat. Die EP kann man mitnehmen. Der Messerkämpfer da, der rennt auch einfach hin und her, ne? Ich will einfach mal die Animation von Großheilung sehen. 246, jo, jo, kann man machen. Eugette bewegt sich wie immer über die Dächer mit ihrem Falken. Ich meine, an dem Punkt ist es ja nicht mal mehr was Neues. Just you wait. I admit it. I'm on my back foot. Das Gute ist, so. I hope you're watching, oh, nein, ich komme noch nicht diese Runde dahin, Mist. Aber das Gute ist, alle überlebenden Charaktere haben jetzt am Ende das Level bekommen, das empfohlen ist für diesen Kampf. Das ist doch schon mal schön. Zwar erst am Ende, aber naja. Wann ist Narf denn als nächstes dran? Er ist dran auf der. Warte, jetzt kann ich das nachgucken auf der 6. Voll. Okay, dann werde ich den Gegner vermutlich, nachdem Narf das Item da oben eingesammelt hat, werde ich den Gegner gut weghauen können. Vor allem, wenn ich Federica jetzt noch zusätzlichen Motivationszug für mehr Damage gebe. Jerome würde halt jetzt kritten. Oh komm, Arador kann auch schon angreifen. Außer Bauer muss dann halt nur warten. Aber das ist auch nicht so tragisch. So, jetzt kann nämlich endlich Narf dieses verdammte Item einsammeln. Count on me.
Und Medina klopft nochmal drauf. Zusammen mit Jerome. Allow me. Und Frederica setzt den Schlusspunkt mit der Flammenfessel, die die wohl mit am meisten Damage in diesem Kampf gemacht hat. Oh mein Gott. Endlich. 7200. Ohrstecker der Unsterblichkeit. Bitte was? Okay. Ohrstecker der Unsterblichkeit klingt gut. Oh, aber der Kampf war anstrengend. Darauf erstmal ein Kranebuge Mineralwasser. Wait, I beg you. Would you truly kill me, your ally, just to protect the Roselle? Oho. The Roselle are a tainted people. Your efforts shall bear no fruit. How dare you insult my people? Find's auch interessant, weil Serenoa macht keinen Unterschied von den Leuten, die im Fürstentum Wolfhard wohnen. Aber Silvio macht das schon. How could you? Okay. Damit hat Silvio zweimal angegriffen und hat zweimal versagt. I lose too many employers this way. I'd best make myself scarce. As if we'd let you get away. Word of this can't get out. Okay, das ist interessant. Silvio sent word of your betrayal eons ago. Expect Hyzant's army on the morrow. They'll finish the job then. Ooh. Ich würde ihn gerne gerade selbst anheuern, um ehrlich zu sein. And so we've bought no time at all. Das klingt überhaupt nicht gut. Lord Serenoa, I cannot thank you enough for coming to our aid. Es war auch nicht einfach. Allow us to show our gratitude with a feast. I'm afraid we haven't the time for such levity. We must tend to the wounded, of course. But fight or flee, surely we have time enough to catch our breath and fill our stomachs. Das klingt irgendwie nämlich nach einer schlechten Idee, wenn man kämpfen würde ohne wirklich gegessen zu haben. So ein bisschen kontraproduktiv, dann habe ich gehört. The young lord's right. Steal that belly of yours. Benedikt ist da ja schon ein bisschen zu pflichtbewusst an der Stelle. Haben halt auch gerade super viele Ressourcen bekommen, allein schon 7000 Geld. What are you doing here, dear Roland? Jerome is a young man of formidable convictions. Indeed. He took the fate of his people in his hands and fought for their freedom. Just as you have done. I did what any lord would do to protect the sovereignty of their land. Nothing more. Naja, das, einige hätten wahrscheinlich, anterior hat man gesehen, dass man genau das, dass genau eben nicht jeder das tun würde. Their humanity and treated as objects. Hyzant's goddess has always seen them as such. History has ever seen the strong rule the weak, but that does not mean it must always be so. I do not mean to excuse it. Rather, I see now that this village and all of House Wolfhard suffers because of the royal family's impotence. Oh, da macht er wieder ein schlechtes Gewissen, weil er sein Haus, das Glenbrookshire Königshaus, nicht besser verteidigen konnte. That's not. I speak the truth, and you know it. Cordelia and the people of Glenbrook cry for aid as we speak. Yet here I sit, cowering behind a mask and a false name. Berechtigte Sorgen hat der gute Mann leider. Aber hilft ja auch nicht, ne?
Also, hilft ja auch nicht. Warte, was wollte ich damit gerade eigentlich sagen, aber. Ja, ist nicht so wichtig. Er hat berechtigte Sorgen. Aber an dem Zeitpunkt sollte man vermutlich einfach nur nach vorne gehen. Stand in defense of the Rosellan village slays Silvio Tellior. Word of their disobedience reaches the Holy One, who sends an army to conquer the heretics. Natürlich. With the enemy only a day's march from their doorstep, House Wolfort and the Roselle scramble to mount one last stand. Time is of the essence. Und das ist der Anfang von Kapitel 12 in der Stille der Nacht. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Eine Charakter-Episode. Aber erstmal ändere ich natürlich den Titel. Ich will natürlich, dass Leute wissen, in welchem Kapitel wir hier sind. Es ist dann Kapitel 12. Es ist nicht mehr das Schicksal der Hosea. Es ist erneut unter Angriff? Kann man das sagen, erneut unter Angriff? Ja, es klingt irgendwie komisch. Ich nenne das eine weitere Gefahr. Oh ne, wie soll ich das nennen? Erneut unter Angriff kommen. Vielleicht nicht das beste Deutsch, aber... Oh ne, ich bin damit nicht zufrieden, goddammit. Ich will halt nicht zu sehr spoilern in dem Titel, falls irgendjemand auf das Spiel klickt. Obwohl, das Schicksal der Roselle kann ich eigentlich lassen. Es geht ja auch. Ich ändere das Schicksal von Wolfort. Und ich kann vielleicht nochmal kurz hier was zeigen. Was ich halt tatsächlich recht interessant finde. Wenn man hier ins Menü geht, dann hat man hier Chroniken, dann hat man die Fußspuren. Und hier gibt's halt verschiedene Wege, die man gehen kann in der Story sozusagen. Und jede von diesen Abzweigungen ist halt jeweils ein Weg sozusagen. Allein schon, bis man hier in dem Spiel alle Wege gesehen hat, kann man halt 200 Stunden reinbuttern. Das finde ich halt krass. Wenn man sieht, hier ist eine Entscheidung. Hier war eine. Hier auch. Und die beiden führen eindeutig nicht zum selben Ziel. Ich glaube, manche davon können zum selben Ziel führen, aber naja. Ich finde zumindest ehrlich gesagt irgendwie auch beeindruckend, welchen Umfang dieses Spiel einfach.